So, da sind wir wieder. Ich muss erstmal wieder ins Fensterchen klicken. Und machen wir dann gleich mal locker, locker vom Hocker weiter. Flan, flan. Oh Gott. Seeker. Ich frage mich wirklich hier gerade, warum er Patchouli mitgenommen hat, weil Patchouli Müll ist. Echt, Patchouli ist der größte Müll, den es überhaupt gibt. Vor allen Dingen, Yugi hätte alles so schön machen können, aber nein. Verdammte Scheiße. Ach, sowas hasse ich doch echt wie die Pest. Ach, nein. Not very effective und flinchen. Ach. Nein, der Idiot muss natürlich Kampf. Muss natürlich mit Patchouli anlaufen. Nach. Wasted experience. Echt ohne Scheiß. Wasted. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, außer wasted. Break, break. Seeker Springs. Gestein. So nebenbei. Für die, die es noch nicht wussten. Aber so wie es scheint, sind hier irgendwelche ist das Spiel total verpackt, was Resistenzen angeht. Bumm. Haben wir das erledigt. Nee, nee, nee. So, und jetzt können wir uns ein Pokémon auswählen. Und zwar nehmen wir das hier. Pistenpatschen, Hitmonchan, naja. Okay. Die Dinger sind eigentlich super geil, diese Kampf-Pokémon. Allerdings haben sie ein kleines Problem, sogar ein relativ großes Problem. Das, nennt sich Sketch. Super hohe Base-Attack-Stats, aber nur Sketchen. Also, man kann denen im Endeffekt gar nichts beibringen. Deswegen ist es ein absoluter. Deswegen, dass es ein absoluter Schwachsinn ist. Raus mit dir. Raus mit dir, dich will keiner haben. So, was ist er denn? Chibisakuya, jemand, nee. Hä? Achso. Will ich ja auch nicht haben, aber was willst du machen? Kannst du leider nichts machen. Na gut. Ja. Irgendwas wollte ich doch machen. Genau, ich wollte hoch in den Turm. Da ich überhaupt keine Ahnung habe, was er gemacht hat, beziehungsweise wie weit er ist. Oh Gott, wie langsam ist das? Barbara. Und weiter geht's. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Cut! Cut! Aha! Ne, ich mache hier keinen Cut, so weit kommt's ja wohl noch. So, ich meine, im Pokémon-Tor war er noch nicht. Kann ich mal fix nachprüfen. Wir haben ja die Key-Items-Case. Outdoor-Strike, Lift-Key, Self-Scope. Nein, er war noch nicht hier oben. Wen schicken wir denn zum Leveln? Ja, Nidori kann ein Level gebrauchen. Hier oben gibt es vorwiegend Geister-Pokémon. Boah, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf diese Viecher. Deswegen werde ich wahrscheinlich nur die Trainerkämpfe mitnehmen und ein bisschen mit Schutz arbeiten. Nicht nur ein bisschen, sondern gewaltig viel mit Schutz. Was er mir gesagt hat in der letzten Folge, dass er irgendwie großartig dabei war, mit Evolution Stones rumzuspielen. Warum zum Teufel habe ich jetzt gerade meinen Schlappen verloren? Egal. Lunasa! Ein Geister-Pokémon. Wer mag es glauben? Aber, naja. Sowas finde ich echt scheiße. Also generell ist hier. Naja, ich mag es nicht. Ich finde es nicht toll. Ganz ehrlich, ich finde es nicht gut. So, nächster. Nächster, bitte. Bitte.
Okay. Ach, Sekunde. Sekunde. Kennt ihr das, wenn ihr wegen jeder Scheiße irgendwie gerufen werdet? Kennt ihr das? Ich nur zu gut. So, Channel Carly. Und auf geht's mit C. Merlin. Auch ein Geist. Sieht aus, als ob das Ding irgendwie ein, lass mich jetzt nicht lügen, ein... wie heißt denn das? Scheiße, wie heißt denn das? Einen Besen in der Hand hätte, dabei ist es eine Trampolite. Prinzipiell sämtliche Geister hier, die man im Turm finden kann, sind musikthemed. Ah. So. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte ja Flandern ein bisschen trainieren, weil Flandern möchte ich in der Psycho-Arena haben. Ach, schade, das Ding hätte ich gerne gehabt, aber egal. Ich habe mir noch einen Kuchen mitgebracht, einen Streusel-Apfelkuchen. Oder Apfelstreuselkuchen, je nachdem. Ja. Wenn ich schon keinen Mittag kriege, weil die alle die Küche blockiert, muss das wenigstens so gehen. Geister logischerweise anfällig gegenüber Unlichtattacken. Aha. Und wie man uns erkennen kann, Lunassa soll sowas ähnliches wie ein Talgosso sein. Aha. Grrr, sagt meine Katze. Die nur am Rumgurren ist, das olle Ding, das. Das dicke olle Ding. Obwohl, so dick ist sie nicht. Doch, ist sie. Ein Elixier. Nichts Besonderes. Und ein Awakening, ein Aufwecker. Und ein Channel mit einer riesengroßen Hitbox. Gurre, sagst du, Katze? Und ein C-Lyriker. Wie gesagt, wir kriegen auch sämtliche Geister hier oben. Und ich meine, es gab sogar noch einen Geist, der ein bisschen anders ist. Ich meine Stahl irgendwas. Stahlgeist. Was ich persönlich durchaus nehmen würde, aber naja. Was willst du machen? Ein Great Orb. Nicht zu verwechseln mit dem Great Ape Orb. Den es nicht gibt, der vollkommen von mir erfunden ist. Genau. C-Lyriker. Beziehungsweise Chibi-Lyriker. Ich bin ja mal echt verwundert, wie viele Tohumon es im Endeffekt sogar gibt. Wie viele Mädchen von Tohu. Bin ich wirklich verwundert. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele gibt. Ich wusste zwar, dass es einige gibt, aber so viele wusste ich jetzt auch wieder nicht. Hier haben wir einen Clan-Stack, beziehungsweise nicht eine, doch, einen kleinen Clan-Stack. Aber hier haben wir lustige kleine Auerkatzen. Die hier auf dem Schoß sitzen, am Schnurren sind, böse miauzen und so tun, als ob es nichts wäre. Lunassa! Entwicklung von Chibi Lunassa, wie man euch erkennen kann. Auch nicht wirklich, auch nicht wirklich schwerer. Ah, das willst du machen. Vielleicht kann man hier sogar noch mal durch. Hier unten finden wir Rappels Effekt, der aufhört. Ein Accuracy. Und hier finden wir ein Pokémon, das ich sogar meinte. Yumu. Die LoL-Spieler unter euch werden Yumu auf jeden Fall kennen. Ich möchte ja nur mal an Yumus Geisterklinge erinnern. Und Yumu wäre sogar so ein Ding, was ich mir dann gerne holen würden wollen. Deswegen bin ich jetzt auch mal dabei, so ein bisschen zu attackieren. Blade Flash! Ja, wie gesagt, Yumu wäre so ein Ding, was ich mir dann auf jeden Fall holen werde. Wollen würde. So, fangen wir das ein. Ich glaube, ich habe noch genug Toho Orbs. Oh, ich habe sogar einen Great Orb. Auch sehr schön. Great Orb! Ich mag das Typing. Geiststahl. Meines Wissens nach Unlicht. Stahl resistent gegen Unlicht. Von daher. Ja,
A half ghost, half human apprentice swordsman, despite being half ghost, she appears to be afraid of ghost. Interessant. Ich mag Yumu. Echt, Yumu finde ich okay. Vor allen Dingen, ich habe es vorher mal durchgespielt hier. Und ich kann euch sagen, Yumu Yumu relativ selten. Also man findet meistens Lunasas, Mystikas, Merlins, aber nicht wirklich oft eine Yumu. Ja. Und von daher hat mich das schon ein bisschen gefreut, dass ich die gerade gefunden habe. Wäre dann übrigens mein Ersatz, also wenn wir das bei Dingenskirchen bei 3 belassen würden, beziehungsweise wenn wir dann bei 2 bleiben würden, dann würde ich zum Beispiel Yumu nehmen anstelle von Wriggle, wo Wriggle nicht schlecht ist, aber ich würde dann wahrscheinlich Yumu switchen. Müsste man, wie gesagt, ich habe jetzt nebenbei im Let's Play Forum großartig noch einen Thread aufgemacht, dass wir einen dritten suchen. Das sage ich jetzt hier auch nochmal. Wir suchen noch jemanden, den wir dann als drittes mitnehmen können, der dann unser Projekt mitführt. Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein. Dabei ist es uns vollkommen egal, ob du jung oder Mädel bist. Echt, aber es ist wirklich egal, ob du jung oder Mädel bist. Hauptsache, du hast Spaß im Spiel. Und bist jemand, auf den man sich verlassen kann. Und der Geist, weswegen wir Sylphscope geholt haben, wurde in der Tat zu einem Lunasa mit einem Sprite-Fehler. Genau. Leider Gottes kann man diese Pokémon nicht fangen. Das finde ich ein bisschen schade immer. Vor allem, da die sehr overleveled sind, meistens auch ziemlich gut und joa. So. Und der Geist war natürlich von Lunasa, die Mutter von Jimmy Lunasa. Und hier oben haben wir dann Rockets. Rockets! Geht. Geht, 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 geht. Eine Rumia, die meines Wissens nach normal Unlicht ist, wenn sie auf die Dark-Variante geswitcht wurde. Und ich wollte eigentlich unsere Flander auf Level 34 haben, wegen einer einzigen Sache. Und zwar wegen Crunch. Oder auch nicht. Nee? Ich bin verwirrt. Kam das nicht auf 34? Oh nee, was hat der Depp denn da schon wieder angestellt? Ach! Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Warum zum Teufel? Ach. Was ist ein Depp? Was war das denn? Jetzt muss ich mal nachforsten, was das überhaupt für ein Angriff war. Habe ich einen Brief noch mal? Habe ich einen Brief? Habe ich einen Brief, sag ich jetzt schon. Habe ich einen Brief hier irgendwo rumliegen? Nö. Na egal. Ach, was ein Idiot. Ich meine, das war irgendwas von wegen Quick Attack oder so. Ach, ich müsste es nachgucken. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall war es ziemlich dumm, dass er sie bald behalten hat. Ach, wozu bald behalten, wenn man Crunch hat? Ach. Und da seht ihr mal, wie sehr ich aufgepasst habe. Unglaublich, ne? Ich könnte kübeln. Ich habe nachgeguckt. Momiji ist in der beziehungsweise ist nicht in der Tat. Wir dachten eigentlich immer, dass Momiji Stahl wäre, aber Momiji ist eigentlich normal. Von daher wundert mich es ein wenig, dass joa. Ah, auch egal. Ich glaube, den nehme ich jetzt noch mit. You're not saving anyone, kid. Kiddos. Actually, I am. Ja, Dark Chibirumia, den nehme ich noch mit. Ich bin jetzt mal lieb und gebe ihm mal Otsuho in die Queue rein. Aber das war's auch schon wieder von mir. Bis denn dann.